Ja, und damit herzlich willkommen mal wieder zurück zu einer neuen Folge Tomb Raider 3. Tatsächlich ist es nur ein paar Stunden später, nachdem ich die letzte Aufnahme abgebrochen habe. Und zwar, wir haben jetzt 6:35 Uhr in der Früh. Und obwohl ich letzte Folge gesagt habe, dass man nicht in der Früh aufnehmen soll, mache ich es jetzt dennoch, aber auch nur aus dem Grund, weil ich schon länger wach bin. Und ja, letzte Nacht war wohl Gewitter, das dann dazu geführt hat, dass der ganze Strom im, naja, zumindest im Treppenhaus aus ist, was mich nicht aus der Garage rausfahren lässt. Und naja, sagen wir mal so, ich hab's nicht eilig. Oh, was ist hier? Ja, MP5-Munition. Ich hab's nicht eilig, weil im Endeffekt kann ich auf die Arbeit kommen, wann ich will. Insofern habe ich da nicht so einen festen, wie soll ich sagen, Zeitplan, wann ich da sein muss. Oder halt Zeitplan, wann ich anfangen muss. Deswegen ist das Ganze relativ entspannt. Und ich mache dem Hausmeister auch keinen Terror, sondern wenn er aufsteht und den Strom wieder anmacht, dann reicht mir das. Ich denke mal, bis 11 sollte er wach sein. Deswegen, naja, zocke ich jetzt erstmal ein bisschen Tomb Raider 3, mache ein paar Folgen und dann, genau. Das habe ich mir so gedacht und werde ich jetzt auch durchführen. Wie dem auch sei. Also, wir waren das letzte Mal hier unten. Wir haben diesen Kerl und den Hund erledigt. Ich schätze jetzt mal, wir müssen da irgendwie runter. Ich laufe jetzt einfach mal da drauf. Was ein bisschen komisch ist, dass da die Soundeffekte fehlen. Was ist hier drauf? Ah, passiert nichts, okay. Speichern wir mal kurz. Aha. Okay, das kann man schieben, das ist klar. Aber was bringt mir das? Ah. Ach so, dann hat es praktisch die eine Klappe da aufgehalten. Weswegen das Ding nicht runterfallen konnte. Ah ja, okay. Ist hier jemand? Aha. Nee, anscheinend ist da noch nichts. So, jetzt müssen wir da durchkriechen. Ich bin noch gespannt, wie lange dieser U-Bahn-Abschnitt hier geht, weil eigentlich machen wir ja ziemlich rasante Fortschritte, würde ich mal behaupten. Okay, da geht's auch lang. Deswegen, keine Ahnung. Also wir kommen echt zügig durch, würde ich mal behaupten. Oh. Ach so, wir sind hier wieder am Anfang. Okay. So eine Art Abkürzung oder eine Abkürzung. Nicht mal so eine Art, sondern es ist einfach eine Abkürzung. Dann gucken wir mal, was uns hier noch erwartet. Aha. Zwei Schalter und eine tolle Melodie. Ich werde die jetzt mal noch nicht drücken. Schauen wir uns erstmal hier noch ein bisschen um, weil. Was ist denn hier? Ist aber eine komische U-Bahn, würde ich mal behaupten. Das sind Tresore. Aber gut, ich gehe mal davon aus, dass ich da nichts machen kann mit. Ah, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Lara? Ah ja. Okay. Gut. Dann wird es wahrscheinlich. Also unten sind zwei Schalter und hier sind zwei Türen. Eventuell hat das was gemeinsam. Ich schätze. Ach nee, hier sind drei Türen. Okay. Drei Türen und zwei Schalter. Vielleicht hat es tatsächlich doch nichts miteinander gemeinsam. Müssen wir wohl einfach mal rausfinden. Ich werde aber noch ganz. Moment, war da was? Nee. Ich werde mal versuchen, nochmal auf die andere Seite zu gehen, weil da gab es doch. Oh, ups. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Es gab doch. Also hier sind die zwei Schalter und da kamen wir. Nee, da kamen wir nicht raus. Das ist der Weg, den ich eigentlich noch gerade eben gehen wollte. Hier ist. Oh, warte, hier ist was. Ist mir beim Vorbeilaufen gar nicht aufgefallen. Naja. Na, komm.
Ach so, nee, ich kann da gar nicht hoch, weil da. Ah ja, okay, alles klar. Sah jetzt erstmal unten nicht so aus, als würde ich da abrutschen, weil ich habe diese Plattform einfach gesehen, die so schräg da runter geht. Und hier sind Fackeln. Take it. Na, komm. Okay. Also irgendwie ist es ein riesengroßer Raum, der in viele Richtungen führt, aber anscheinend gibt es nur eine Richtung, die möglich ist, also was zu machen. Also die Schalter. Es muss irgendwas mit den Schaltern auf sich haben. Eventuell hat's also muss ich dann doch irgendwie was an den Türen machen. Ich frage mich bloß, warum da zwei Schalter sind und drei Türen. Das leuchtet mir noch nicht ein, aber ich denke, wir werden es gleich rausfinden. Sofern die Schalter auch tatsächlich für diese Türen sind. Aber ansonsten wäre mir jetzt gerade mal nicht klar, für was sie denn eigentlich sonst sein sollen. Ah ja. Okay. Lalalala. Ach, die zweite Tür. Oh, war das seitgesteuert? Oder geht die einfach automatisch zu? Okay. Ja, ja, ich bin nach wie vor noch beeindruckt, dass wir hier einfach so easy peasy durchkommen, ne? Da rutsche ich ab, aber... Oh, da ist ein Schalter. Lass mich raten, ich komme da nicht einfach so hoch. Nee, das schaut viel zu steil aus, ja. Dachte mir doch. Ich hätte mir vielleicht eine Tür weiter rennen müssen. Ach nein, warte. Ach nee, ich komme... Ach so, ich komme da einfach wieder zurück. Ach, das war jetzt wohl falsch, was ich gemacht habe. Okay. Oder ich habe jetzt gerade was übersehen. Dann, eventuell soll es mir zeigen, ja, hey, du hättest eigentlich weiterrennen müssen, du Vollidiot. Und... Ah, nee, jetzt geht die ganz links auf und ich... Ich glaube, das ist seitgesteuert. Da bin ich jetzt ein bisschen falsch gelaufen, würde ich mal sagen. Deswegen laden wir gleich nochmal neu. Und... Ah! Lara! Mach doch nicht sowas. Nein! Okay, es ist tatsächlich zeitgesteuert. Ja, laden wir nochmal neu. Ich muss mal überlegen, wie habe ich denn immer diese Zwischensequenzen auswählen? Ich glaube, durch Waffe ziehen, ne? Habe ich die auswählen immer abgebrochen. Deswegen versuchen wir einfach mal, wenn ich jetzt hier und dann Waffe... Ah ja, das geht. Tatsächlich. Ah! Oh ne. Ja, ne. Scheiße. Okay, das kann... Ah, Mist, ey. Ah, nee. Och, sie blockt immer ab. Das Blöde ist echt beim Rennen, da kannst du halt... Du kannst mit ihr da irgendwie kaum lenken. Das ist echt schon... Die kann eigentlich bloß gerade aussprinten. Deswegen stellt sich mir gerade die Frage, ob ich... Ja. Ah, nein. Zu lang gebraucht. Ich wollte eigentlich erst die Waffen ziehen. Wundert euch nicht, warum ich gerade gespeichert habe. Das war tatsächlich beabsichtigt, weil ich nämlich, vermeiden wollte, dass ich jedes Mal... Nein! Ach Gott. Renn! Ja, es geht. Sehr schön. Weil ich nämlich vermeiden wollte, dass ich jedes Mal die MP5 ziehe. Ich bevorzuge nämlich die Pistole bei solchen Aktionen, weil ich habe das Gefühl, dass die Pistole schneller einzustecken sind. Und... Ja, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die MP5 würde mich das Ganze nicht so schnell durchführen lassen wie bei den Pistolen. Weswegen ich dann auf die MP5 gewechselt bin, aber es kann sein, dass ich einfach falsch lag. Oh, da kann man durchtauchen. Und hier kann man, naja, ich glaube nicht hoch, um ehrlich zu sein, also da hinten... Ach Quatsch, ist es der Schlüssel? Das könnte der Schlüssel sein. Na, wobei, ich habe gerade gespeichert, ne? Ich brauche nicht meine Speicherparanoia gleich in der Früh wieder austesten.
Aha. Ach so, warte mal. Ich glaube, da geht's raus, ne? Da wird jetzt wahrscheinlich einfach die Tür aufgehen, wenn ich da hingehe. Ah ja. Oder? Ja. Oh. Hallo. Guten Tag. Okay. Irgendwie... ich habe damit gerechnet, tatsächlich. Weil... ich habe irgendwie gedacht, sehr gut. Das schaut mir ein bisschen so aus wie der Raum, wo wir schon mal waren. Und warum sollte da nicht nochmal ein Gegner spawnen? Aber dennoch, ich habe hier noch was vergessen. Und zwar, ich muss den Schlüssel irgendwie mitnehmen. Oh, hier geht's noch lang. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Schön speichern. Alles klar. Gut. Und hier geht's einfach runter. Ah. Ja, zum Glück habe ich abgespeichert. Das hat mich jetzt echt geärgert. Oh, Leute. da lohnt es sich einfach mal, so ein paranoider Speicherfreak zu sein. Ich würde aber ganz gerne wissen wollen, wie es da eigentlich denn weitergeht, weil an sich... Wie will ich denn... Oder kann ich mich da irgendwie so seitlich festhalten? Also da oben jetzt hier. Weil darüber komme ich doch niemals. Glaube ich zumindest. Kann man sich da... Oh! Haha! Okay, dann wird es wahrscheinlich doch gehen, ne? Na und hepp. Oder auch nicht. Aber ich glaube, da muss ich's. Ich muss das irgendwie so in die Richtung machen. Ich glaube, das wird meine Aufgabe sein, weil an sich, ich glaube schon, dass wir den Schlüssel da irgendwie mitnehmen müssen. Ich glaube nicht, dass er einfach bloß jetzt so ein Hinweis sein soll, dass ich da irgendwann später mal hinkommen soll. Weil an sich hätte mir der Raum ja eigentlich sonst gar nichts gebracht, ne? Bisher. Ah, nee. Warte. Kann ich da vielleicht... Nee. Aber wie kann ich mich denn da intelligenterweise dann festhalten? Und... Oh! Nee, das will sie nicht. Das ist doch viel zu weit. Also ich meine... Sie fällt doch da einfach wieder runter, wenn ich doch hier irgendwie und so... Oder ist hier irgendwie links noch was zum Hangeln? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, hier kann ich hangeln, das ist klar, aber... Ich überlege jetzt gerade... Wartet mal. Wir waren noch nicht in einer Tür drin und das war die ganz hintere. Das war die ganz hintere Tür, in der waren wir noch nicht drinnen. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich speichere jetzt mal ganz kurz hier unter dem vorersten ab. Nee, vorersten. Moment. Okay, es war gerade Quatsch. Ich speichere einfach mal fast ganz oben ab und tue jetzt mal einen alten Speicherstand laden, weil ich habe das Gefühl... Ah ja, okay. Jetzt machen wir es mal so. Weil ich glaube... Da wir noch nicht in dem letzten Raum drin waren, dass vielleicht irgendwas sich... Vielleicht zum Beispiel, dass diese... das Gitter einfach zugeht. Weil man kann sich ja an sich auch nicht hochziehen. Selbst wenn man die Möglichkeit hätte, sich an dem Gitter festzuhalten. Das haben wir ja schon gesehen, das geht ja nicht. Und ich habe jetzt so die Vermutung, dass ich da in den dritten Gang rein muss. Und dann einen Schalter finde und dann geht das Gitter zu. Wahrscheinlich werde ich damit... recht haben. Sofern ich jetzt erstmal da reinkomme. Sie darf halt auf keinen Fall einfach... Nein, Lara! Nein! Ist das ekelhaft mit diesem Wasser. Das ist wirklich... Also da hat sich der Entwickler wirklich gedacht, okay, da gehen wir jetzt mal dem Spieler mal so richtig auf den Sack noch. Bevor wir... ihnen den Schlüssel geben. Oder in den anderen Raum reinlassen. Oh Mann. Ist das nervig. So, jetzt nochmal. Nein, nicht laufen. Lara, was machst du denn? Oh, lenken. Lara.
Nein, ich will rein. Ach Gott. Oh Mann. Also nochmal. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Tomb Raider. Da weißt du ganz genau, die Entwickler, die hatten Spaß dran, zu sehen, wie der Spieler einfach leidet. Oder sich zu denken, dass der Spieler da leiden wird. Ich glaube, denen reicht einfach bloß die Fantasie. Nein! Geh doch rein! Oh Gott! Ah, oh, ich bin drin. Oh. Moment, bin ich jetzt auf der... Bin ich jetzt schon auf der anderen Seite? Hä? Nee. Ich bin doch woanders. Aber jetzt geht bestimmt das Gitter zu, oder? Haha! Hat sich zumindest danach angehört, um ehrlich zu sein. Ich kann es jetzt nicht erkennen, aber wahrscheinlich war da irgendwie gerade eben das Gitter zu sehen und ich habe einfach bloß einen Moment verpasst hinzuschauen. Wie dem auch sei, nochmal auf ein neues. Ah ja, okay, alles klar. Ah, ein bisschen sprinten. Ja, ja. Wenn man ein bisschen Tomb Raider-Erfahrung hat, dann kennt man so diese... Also kann man sich eins und eins zusammenzählen und man kommt dann eigentlich relativ gut drauf, was dann eventuell die Lösung für manche Probleme sein könnte. Naja. Umso besser, würde ich mal behaupten. Nein. Ah. Waffen ziehen. Dass man da die Waffen ziehen muss, ist echt nervig. Also ich meine... Ich sag dauernd, das ist nervig, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. So schlimm meine ich es ja gar nicht. Hä? Warum ist das jetzt offen? Ach, bitte sag nicht, dass es zeitgesteuert ist. Oh, das wäre wirklich... Also das wäre wirklich, ne? Und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Hat sich jetzt irgendwas verbessert? Nee, ne? Oder ist das Gitter einfach unsichtbar und das sollte eigentlich... geschlossen sein. Naja, schaut mir jetzt mal so nicht danach aus. Sie kann auch nicht vor. Nö. Da werden wir, glaube ich, nicht schlau draus. Nee, das ist viel zu weit. Warte mal, kann das sein, dass ich da irgendwie noch mal in den anderen Raum hätte rein müssen? Reingehen müssen? Schaut mir fast nach Hause, ne? Oder ich schau mal nochmal da unten. Aber das, da ging es doch bloß raus, oder? Und hier unten ist ja eigentlich an sich... Nee, hier unten ist nichts. Da war... Genau, das war ein Ausgang. Und hier war... Was war denn hier eigentlich nochmal? Nee. Hä? Ach so, warte mal, den Typen habe ich jetzt noch gar nicht erledigt, weil ich da nämlich... Genau, nee, 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 das passt schon. Den brauche ich auch eigentlich noch gar nicht erledigen. Stimmt, ich habe ja geladen und dann ist er ja wieder am Leben gewesen. Das macht durchaus Sinn, ne? Das ist, glaube ich, der Sinn vom Laden. Okay, also ich glaube jetzt mal nicht, dass ich... Warte mal, ich habe jetzt hier gerade abgespeichert, ne? Ich gehe mal... Oh, bitte, 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 bitte. Ja, okay. Ich würde ganz gerne, also was heißt ganz gerne, ich würde eigentlich hier direkt weitergehen wollen, aber ich kann das halt noch nicht. Deswegen schauen wir mal, dass ich nochmal in den anderen, ach nee, komm, dass ich nochmal in den anderen Raum reingehe. Also ganz links war ja der Raum, so, das heißt, ich gehe eins weiter, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was sich alles öffnet, wenn ich jetzt den Schalter drücke. Also ob sich jetzt bloß ein Raum öffnet. Ich glaube nur ein Raum, ne? Das war der, glaube ich.